Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBFA Kanalmeister. Diesmal mit einem Let's Play von DWS. Ja. Sein Schicksal ist grausam, er verliert seine Familie. Sein Haus wird in Schutt und Asche liegen. Seine Freunde werden ermordet, aber brechen werden sie nicht. Er wird den Thron besteigen, siegen und die Welt regieren. Aus dem Buch des Schicksals. Tja, was ist aus dem Buch des Schicksals? Ein Katapult von Orks abgefeuert. Eine Burg wird belagert, oh nein! Und das Tor explodiert. Und Wölfe greifen an. Oder Hunde. Und nein, der Soldat wird erschossen. Von drei Pfeilen, das ist Boromir quasi. Goodbye, Boromir. Und die Wölfe fressen ihn gleich auf. Sehr hungrig. Und Orks töten eine Frau. Die Königin, vielleicht. Aber einer verteidigt sich weiterhin. Mr. Rotschwert. Er ist blutig. Aber auch er wird von Pfeilen getroffen. Kann aber noch ein bisschen Feuerbälle speien und tötet damit zwei Angreifer. Und den Ork. Tja, der Angriff ist zurückgeschlagen. Oder etwa nicht? Nein, nicht wirklich. Da kommt nämlich noch ein fetter Drache reingelaufen. Und nun ja. Ein Magier sitzt dort. Und boxt seine Rüstung weg, dass er sie verliert. Und, oh, Drachenbanner hinten. Sieht aus wie aus Dragonheart Fire and Steel. Das Logo. Oder das Cover vom Spiel. Und unser Blutkrieger landet irgendwo in einem Wald mit Pfeilen gespickt und glühenden Augen. Tja, er ist ein besonderer Mensch. Oder ist er kein Mensch? Was ist er? Er ist Ascension to the Throne-Typ. Und ja, er sah im Intro ein bisschen anders aus als hier auf diesem Bild. Hier sieht man auch, wie er gerade einen Drachen tötet. Tja. Ja, das ist die Geschichte eines Mannes, der ja, Ascension to the Throne, den Thron besteigen möchte, aus dem er gerade vertrieben worden ist von ein paar Wölfen, Orks und Bogenschützen. Und ein Magier, der im Sterben lag, den ich gar nicht gesehen hatte erst, hat ihn tatsächlich die Rüstung weggesprengt und wegteleportiert. Im Grunde ist es das Ende von Gothic 1, Spoiler, wo der namenlose Held halt am Ende den Schläfer besiegt und dann in seiner Erzrüstung da unter dem Steinhaufen liegt und dann von Xardas für Teil 2 rekrutiert wird. Die Erzrüstung hat ihn mal im Leben gehalten, und aber er war, ist dann nur noch nackt, beziehungsweise nur noch in seiner normalen Kleidung da, immerhin. Und ja, muss dann eben wieder alles neu lernen. So ähnlich sah das jetzt gerade aus für mich. So, was ist Ascension to the Throne für ein Spiel? Es ist ein ja, Strategiespiel im Grunde genommen. Und es hat mich in mancher Hinsicht an Gothic erinnert. Wegen der ganzen Aufmachung, dem Feeling ein bisschen. Aber es ist weitaus weniger actionreich. Also die Action spielt sich in Schlachten ab, die rundenbasiert sind. Und der Rest ist einfach nur Erkunden der ziemlich weitläufigen Landschaften. Zum Glück gibt es Teleporter. Und das habe ich damals gespielt. Ich weiß nicht, ob es 2006 war, wenn das Spiel rausgekommen ist. Ich glaube, ein bisschen später habe ich das dann mal gespielt. Und ist mir noch gut in Erinnerung tatsächlich, weil ich fand das ganz witzig und ganz angenehm eigentlich zu spielen. Das ist, wenn man weiß, was man machen muss, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber es gibt eine ansteigende Schwierigkeitskurve und es ist auch sehr linear eigentlich, wenn man das so betrachtet. Es gibt ein paar Sachen zu entdecken und so. Aber im Großen und Ganzen ist es eine lineare Geschichte, mehr oder weniger, mit vielen optionalen Quests, die ich nach Möglichkeit alle machen möchte, weil die alle lustig sind, wie ich finde, und uns auch stärker machen, und darum geht's. Also es ist ein sehr simples Spiel im Grunde genommen, also von der ganzen Handlung. Also Typ will wieder König werden und das war's. Aber ihm stehen ein paar wilde Fürsten entgegen, außer dem Monster und so ganz ein Haufen anderes Gesindel. Aber wir sind ja nicht alleine, wir können ein paar Leute rekrutieren. Ja, zum Glück gibt es keine Haltungskosten, sondern nur Einkaufskosten. Einheiten, die tot sind, müssen wieder neu gekauft werden. Dazu muss man manchmal ein bisschen weit laufen, aber es gibt ja Teleporter. So, Credits, es ist ein, so wie ich das verstanden habe, ein russisches Spiel. Alexander Ichenko ist der Projektleiter, Wladimir Karasjov, leitender Programmierer, und noch viele andere Künstler, Oleg Marschenko, und Kunstgestaltung, und da sind sie alle. Spieldesign, Animation, Musik von Alexander Falinski von Treehorn Productions. Soundproduzent auch wieder Alexander Falinski. Und One Sea Company. Das sind vielleicht nicht alles Russen. So sehr kann ich das schneller machen.
Kann ich nicht schneller machen. Okay. Auf jeden Fall, ein Haufen Leute haben daran gewerkelt und ja. Auch nicht so viele. Ich glaube, es ist kein Riesenstudio gewesen oder sowas. Und das Spiel ist auch nicht gerade, ich sag mal, bekannt oder sonderlich hoch bewertet worden. Aber ey, ich habe meinen Spaß dabei. Was soll ich sagen? Ich habe meinen Spaß, darum zu rennen und stärker zu werden. Das war immer eine sehr angenehme Sache für mich, das zu spielen. Immer mal wieder ein bisschen weiterkommen. Naja. Und wir kriegen hier die ganze Vorgeschichte. In jenen Zeiten, als die Landesgrenzen gerade auf den Karten verzeichnet worden waren, waren Könige noch keine verweichlichten Prinzen in kostbaren Kleidern. Hinweis, na gut, egal. Sondern raue Männer. Ausgerüstet mit Waffen und Rüstungen, bedeckt vom Schmutz und Blut ihrer Feinde. Also im Grunde so Conans. Conan der Barbarens. Es war Alexander, Alexander Nevsky, ein rauer und erfahrener Krieger, der sich seinen Weg zum Thron mit dem Schwert bahnte. Er tötete ohne Erbarmen jeden, der sich seinem Willen widersetzte und suchte die Nähe von denen, die ihm Gefolgschaft schworen. Ja, immerhin, hat er die nicht auch noch abgemetzelt. Seine Feinde fürchteten ihn, doch die einfachen Krieger respektierten ihn, würde ich auch. Er hatte sie nie im Stich gelassen und er war gerecht. Aber Alexanders Herrschaft währte nicht lange. Wolfgard, Erzmagier von Eirath, betrog ihn. Der heftige Kampf dauerte die ganze Nacht. Wow, am Morgen hatte Eirath einen neuen König. Scheint Wolfgard. Alexander war spurlos verschwunden. Achso, das war dieser Zauberer, Eirath. Und der hat uns betrogen. Ich dachte, der hätte uns gerettet. Im Drachen. Okay, anscheinend nicht. Und das war wahrscheinlich der Kampf, der gerade ausgefochten wurde, als dann plötzlich die Orks und Bogenschützen einbrachen und das Ganze ruiniert haben. Den ganzen Sieg von Alexander. Und Eirath hat sich quasi selber gerettet, indem Alexander weggeboxt hat. Oder wegteleportiert hat. Ja gut, er war verschwunden, aber nicht vernichtet. Jetzt ist es sein Ziel, sich am Verräter zu rächen und den Thron von Eirath zu besteigen. Jo. Das ist die ganze Geschichte. Ein Krieger, der zum König wurde und dann kam plötzlich ein Zauberer, oder der war schon vorher da anscheinend, und der hat ihn dann verraten. Wolfgard. Und Wolfgard ist unser, ja, Hauptgegner, ja. Aber da kommen wir lange noch nicht hin. Start. Loading. Ja, das erste Mal laden dauert immer ein bisschen. Und danach geht es wesentlich schneller. Anscheinend müssen erstmal die ganzen Spieldateien in den Arbeitsspeicher geladen werden. Loading, Loading. Loading, Loading. Loading. Mhm. Du. So. Alte Quest, Tagebuch. Was zur... Schnapp den Spion! Wartet, ich bin kein Spion. Sarkastisch, lasst mich raten, ihr seid rein zufällig hier. Haha, den alten Sigurd könnt ihr nicht reinlegen. Ich wette, Konrad hat euch geschickt. Sieht mir ganz nach seinen magischen Tricks aus. Aber was soll's, keinen Grund zur Sorge. Ich weiß, wie ich euch zum Reden bringe. Tja, das ist Sigurd. Tja, der mit seiner Eisenkeule da rumkloppt auf dem Boden. Und das sind wir. Wir haben einen Drachen auf dem Rücken tätowiert. Und ich kann tatsächlich weiterklicken. Ich dachte, ich muss schnell lesen. Kein Grund, mich zum Reden zu bringen. Frag nur und ich werde antworten. Mal sehen, mal sehen. Also, wer seid ihr? So, wir können sagen, nicht eure Angelegenheit. Oder ich bin Alexander, König von Eirath. Wir können sagen, nicht eure Angelegenheit. Was? Ich sagte, das ist nicht eure Angelegenheit. Abschaum, kniet vor dem König von Eirath. Hängt ihn. Zu Befehl, Herr. Ich habe euch nicht ganz verstanden. Wartet, ich spreche die hiesige Sprache nicht sehr gut und muss etwas Falsches gesagt haben. Ich bin Alexander, König von Eirath. Ich habe euch nicht ganz verstanden. Ja, und dann passiert das hier. Wir werden gehängt. Mache ich nur, um einmal diese Cutscene zu zeigen. Dass man direkt am Anfang eigentlich sterben kann und man wird gehängt und das war's. Das war das Spiel. Wenn man einfach unhöflich ist. Im Grunde zieht sich das durch das ganze Spiel, abgesehen von einigen Stellen, dass man nach Möglichkeit nicht, vor allem nicht am Anfang, gleich so auf den Putz hauen sollte, weil man ist absolut schwach und kann gar nichts. Man kann gerade mal, glaube ich, 2, 3 Bauern platt machen. Nee, 2, nicht 3. 3 sind schon zu viel. Ja. Und er hat noch die Pfeile drin. Ich sehe das jetzt erst gerade. Ja, und er hat Milizen und Bauern da, Sigurd. Da sieht man sie. Das in den Hemden sind Bauern mit den Forken und das andere mit den Forken sind Milizen. Die haben ein bisschen mehr Rüstung. So, und wir könnten sagen,
Nicht eure Angelegenheit. Kniet vor dem König. Und jetzt sagen wir, ich spreche die Sprache nicht sehr gut. Hahaha, seht euch diesen König an. Und wie seid ihr hierher gekommen? Ich habe in einer Schlacht gekämpft und verloren. Ein Zauberspruch hat mich aus dem Kampf hierher gebracht. Und warum seid ihr nackt? Der Zauber hat meine Rüstung zerstört. Und ich habe es nicht geschafft, mein Schwert festzuhalten. Eure Worte klingen nach billigen Tricks. Aber ihr seid in der Tat zu auffällig für einen Spion. Egal, ich mag euch nicht. Ihr seht aus wie ein Penner. Und ich hasse Penner. Wachen, bindet ihn an den Pfahl und gebt ihm 20 Peitschenhiebe. Und dann werft ihn hinaus. Ihr begeht einen großen Fehler. Hauptmann, weitere 10 Hiebe und werft den Körper weiter weg vom Schloss. Ich will seinen Gestank nicht bis hierher riechen. An die Soldaten. Worauf wartet ihr? Führt meinen Befehl aus. Und da sieht man einen Soldat. Hallo. Tja. Können ein paar Bauern verkloppen. Bam, bam, bam. Aber es gibt Bogenschützen an allen Seiten. Er sieht ein bisschen aus wie der Witcher, wie Geralt von Riva. Mit seinen Augen. Hallo, ich bin der bärtige Klopper. Und dann gibt es Peitschenschläge vom einäugigen Typen, der aussieht wie aus Masters of the Universe. Hier ist er nochmal Knife oder Blade? Ich glaube Blade. Ja, wir werden rausgetragen und direkt was geschmissen. Kein guter Tag für Alexander, würde ich sagen. Alex. Oh, und es blitzt. Ja. Endlich kommt ihr zu euch. Ich dachte schon, ihr würdet es nicht schaffen. Ja, guten Tag, weiser alter Mann mit Keule in der Hand. Wer seid ihr? Nur ein Heiler, der zufällig vorbeikam. Ihr habt geblutet, ich habe eure Wunden versorgt. Danke. Der Text geht automatisch weiter. Warum? Ich hatte einen Sohn in eurem Alter. Er ist erst vor kurzem gestorben. Nur weil niemand da war, der ihm hätte helfen können. Daran habt ihr mich erinnert. Und darum habe ich euch geholfen. Oh, das ist nett. Danke, Heiler Man. Wo bin ich? Ah, man hat euch übel zugerichtet, Junge. Dieses Land hier heißt Oganta. Ich kann euch nicht viel darüber sagen, denn ich bin selbst fremd hier. Fragt besser die Einheimischen. Das würde ich, aber ich sehe niemanden. Dem kann Abhilfe geschaffen werden. Nördlich von hier liegt ein Dorf. Folgt nur immer dieser Straße und biegt nirgendwo ab. Dort findet ihr auch Unterkunft und Nahrung. Nahrung ist nicht so wichtig. Was ich brauche, ist ein Schwert. Da kann ich euch nicht helfen. Ich bin ein friedliebender Mann und brauche keine Waffen. Außer dem Knüppel. Fragt den Schmied im Dorf. Vielleicht hat er eins. Danke für eure Hilfe. Und verzeiht, dass ich mich nicht für eure Güte revanchieren kann. Na, das macht nichts. Oh, und hier, nehmt diese Goldstücke. Mir werden sie nicht fehlen und ihr könnt sie gut gebrauchen. Sieht dem alten Mann direkt in die Augen. Ihr seid ein guter Mensch. Vielen Dank. Viel Glück, Jungchen. Und er ist wegteleportiert. Alle teleportieren sich hier. Guten Tag, ich bin Alexander. Ich bin irgendwie... Oh, was ist das denn? Mir geht's irgendwie nicht so gut. Außerdem bin ich so gut wie nackt. Ich habe eine Hose an und Schuhe. Oder Stiefel. So, und da sind ein... Da ist ein Schild, das führt uns... Besieht sich die Spuren der Peitschenhiebe. Sagt, schöne Jüngling, wer hat euch das angetan? Ja, da redet jemand mit uns, der ist gerade nicht im Bild. Das ist nämlich, ich glaube, sie heißt Helga. Leicht bekleidet. Ja, wir können natürlich unhöflich sein und sagen, unwichtig. Oder wir sagen einfach, die Hunde des hiesigen Verwalters. Sigurd. Und ihr seid auf Rache aus? Wenn ja, dann helft mir bei meiner Rache und ich werde bei der euren helfen. Hinter wem seid ihr her und wieso? Loka. Er heißt Loka. Er hat meinen Vater getötet, als ich 8 war. Seither treibt mich der Rachedurst. Ich habe lange gesucht, bis ich ihn endlich hier gefunden habe. Und nicht nur ihn. Er hat eine ganze Horde Halunken um sich geschart. Allein werde ich nicht mit allen fertig und ich möchte nicht riskieren, so kurz vor meiner Rache noch zu scheitern. In Fischmer kann man Söldner anheuern, doch ich habe leider kein Geld. Nur meinen Speer könnte ich verkaufen. Helft mir, meinen Lebenswunsch zu erfüllen, dann helfe ich auch euch. Das Verlangen, Loka zu töten, brennt schon so lange in mir, dass ich gar nicht weiß, was ich danach machen soll. Ein ganzes Leben nur der Rache gewidmet. Wie kann ich euch helfen? Geht zum Dorf und heuert ein paar Kämpfer an. Bauern.
Wir beide allein können es nicht schaffen. Die Baracken liegen nordwestlich des Tors. Komm mit den Söldnern hier zurück. Ich werde hier warten. In Ordnung, ich werde versuchen, ein paar Söldner aufzutreiben. Ja, wir sind im Grunde genommen ein Söldnerfürst und da ist die gute Dame, die uns gerade angequatscht hat. Leicht bekleidet, sehr leicht bekleidet, würde ich sagen. Das ist definitiv keine gute Rüstung. Würde ich mal sagen, abgesehen von der Schulterpanzerung da und den Stacheln auf der anderen Seite. Aber ansonsten, naja, sieht es mehr aus wie ein Bikini. Mit F5 kann man schnell speichern. Und mit F8 kann man schnell laden. Und zwar so schnell, dass man es gar nicht merkt. Tja, ich habe einmal geladen. Habt ihr es gemerkt? Wir können sogar rückwärts laufen, aber das ist so sinnfrei, wie ich finde. Man kann sich schneller drehen und einfach laufen. Man kann nicht rennen, er rennt sowieso schon. Und im Grunde genommen ist hier schon Loka. Das ist nämlich der Bogenschütze. Er hat 4 Bauern, einen Wolf, 3 Milizen und 7 Wölfe. 7 weitere Wölfe, das sind so Gruppen, also 2 Gruppen von Wölfen. Eine mit einem Wolf und eine mit 7. Und ja, Feindebegegnungen werden in der Regel dann hier auf der Karte, wo wir uns gerade bewegen, mit diesem Kreis hier angezeigt. Ich hatte ursprünglich mal gedacht, dass sich die bewegen, weil die Gegner sich bewegen, aber tatsächlich tun sie es nicht. Die sind wirklich stationär. Also sobald man diesen Kreis betritt, muss man den Kampf ausfechten oder hat die Option, dass man den ausfechten will, kann. Aber wir wollen es noch nicht, weil wozu? Oder beziehungsweise wir würden es sowieso nicht schaffen, denn wir sind derzeit, das sind wir, sind Stufe 1, haben 150 Erfahrungen irgendwie bekommen, sind vom Kampftyp Angreifer, es gibt noch Verteidiger und Neutral. Spielt für mich keine große Rolle derzeit. Autorität bedeutet, wie viele Truppen wir anheuern können. Truppen, je nachdem wie stark die sind oder was die drauf haben, kosten die mehr Autorität oder man braucht mehr Autorität, um die anzuheuern. Das heißt, ein Bauer kostet 2 Autoritätspunkte und wir könnten dann also 6 Bauern anheuern. Ein Wolf zum Beispiel kostet, glaube ich, ein bisschen mehr Autorität, sodass wir von denen nur 2 anheuern können. Aber wir können auch nicht, sage ich mal, 6 Bauern anheuern und dann nochmal 12 Autorität für einen anderen Truppentyp verwenden. Das ist wirklich unser Gesamtautoritätswert und wenn wir alles voll mit Bauern gestopft haben, dann können wir nicht noch irgendwie was anderes besorgen, sozusagen. Also, das ist quasi unser Einkaufswert. Intelligenz ist 16. Intelligenz ist wichtig für Zaubersprüche. Einerseits, um sie zu lernen. Die Zaubersprüche brauchen einen bestimmten Wert an Intelligenz. Und eben auch Gold. Wir haben nur 50 Gold, das reicht nicht für irgendeinen Zauberspruch. Oder doch für einen, glaube ich, aber der ist... Oh, können wir später kaufen, wenn ich mehr Geld habe. Erstmal brauche ich Soldaten. Und das Interessante an der Intelligenz ist, dass wenn man einen Zauber gesprochen hat, kostet der auch in dem Kampf dann immer Intelligenz. Und wenn die auf 0 ist, dann hat man keine Mana-Punkte im Grunde genommen mehr. Also Intelligenz ist ja auch gleichbedeutend mit Mana. Und ohne Mana kann man halt nicht mehr sprechen. Aber nach dem Kampf hat man wieder volle Intelligenz und kann im nächsten Kampf wieder voll loslegen. Genauso wie mit Gesundheit. Wenn man nur noch einen Lebenspunkt im Kampf hat dann und zurückkommt, oder aus dem Kampf raus ist und ihn gewonnen hat nach Möglichkeit, ansonsten ist man tot und das Spiel ist vorbei, dann hat man auch wieder volle Lebensenergie. Wir haben jetzt 39 Lebenspunkte. Eigentlich haben wir nur 9, allerdings haben wir das wunderbare Familienamulett. Das gibt uns plus 30 auf die Gesundheit für den Helden. Wir können auch eine Rüstung anlegen und 2 Ringe. Und das ist im Grunde genommen alles. Rüstung ist auch gleichbedeutend mit Waffe, also Waffe und Rüstung, das ist alles ein Block sozusagen. Das ist eine Ausrüstung. Aber derzeit haben wir noch gar nichts. Deshalb haben wir Rüstung 0. Schaden ist 5. Nur mit unseren Fäusten können wir kloppen. Fernschaden haben wir auch nicht. Wir haben keine Fernkampfwaffe. Und als Krieger sowieso nicht. Er ist auch nicht Alexander hier. Er ist einfach nur Krieger. Und deshalb haben wir auch keine Schussweite. Es gibt verschiedene Schussweiten von kurz bis sehr lang. Also bis sehr weit. Und Zauberkraft ist noch 0. Zauberkraft bedeutet, wie stark die Zauber sind. Man kann zwar Zauber lernen, wie zum Beispiel ein Feuerball. Wenn man allerdings nur eine geringe Zauberkraft hat, dann bringt das gar nichts. Das ist ziemlich abhängig alles von der Zauberkraft. Also Zauberkraft ist die Stärke der Zauber und Intelligenz, wie viel Mana wir haben. Magieresistenz bedeutet, wie wir gegnerische Magie abwehren können. Gut oder wie schlecht. Geschwindigkeit ist 9, das ist ein Mittelwert und es geht alles von sehr langsam bis super schnell. Aber Krieger ist halt Mittel und das bedeutet auch, in welcher Initiativreihenfolge in der Schlacht er dann am Zug ist. Wenn also ein Gegner ist, der schneller ist als er, dann wird der eher zuschlagen oder wird in seiner Runde
eher was machen können als wir. Anders natürlich, wenn die Gegner langsam sind. Tja, das ist unser Gold. Wir haben 50 Gold und tja, das ist der Krieger. Dann haben wir hier unsere Schlachtplatte. Und hier können wir quasi in zwei Reihen auf unserer Seite, in also 10, also 9 Einheiten können wir dazu gewinnen, wo auch Helden dazu zählen. Helden belegen einen ganzen Slot. Ansonsten Truppentypen. Je nachdem, was man hat, kann man davon, glaube ich, von jedem Truppentyp kann man maximal 10 mitnehmen. Wir werden es auch dann sehen, wie es ist, aber auf jeden Fall ein Slot, 10 Einheiten können da dann rein und ja, da können wir sie hier platzieren. Entweder vorne oder hinten. Ich kann ihn mit der, wenn ich gedrückt halte, kann ich ihn verschieben. Wenn er weiter vorne steht und ein Gegner sehr schnell ist, dann kann er natürlich schnell ihn treffen. Wenn ich allerdings hinten stehe, dann kommt er nicht ganz ran und ich kann dann in meiner Runde was machen, ohne dass ich dann zuerst attackiert werde. Deshalb stelle ich ihn mal hier so nach hinten ein bisschen. Und ja, das ist alles. Und dann stehen hier nochmal die ganzen Werte der Einheiten. Im Moment ist das nur der Krieger. Dann haben wir unser Zauberbuch. Es gibt 4 Elemente sozusagen. Hier Feuer, Luft, Wasser. Das ist Wasser, das ist Luft. Ne, Feuer und das ist, glaube ich, Luft. Ne, was ist das hier? Das ist Feuer. Das ist Wasser, Luft und Erde. Ja, sieht auch aus wie Flammen, aber das wird wohl Luft sein. Aber wir haben noch keine Zaubersprüche. Ja, diese Schilde führen alle zum selben Ort. Das ist alles dasselbe. Und es ist ein Gesicht hier. Maler, moin. Außerdem, es gibt einen Tag- und Nachtwechsel. Soweit ich weiß, hat das keine Auswirkungen auf das Spiel. Ist einfach nur schick mit anzusehen. Ja? Wie die Nacht langsam hereinbricht. Und deshalb kann man auch in Gasthäusern übernachten und warten, bis der Tag da ist. Aber wozu? Außerdem haben wir einen Kompass hier, der immer ein bisschen zittert. Ja, auch nett. Dann haben wir die Karte. Da sehen wir im Grunde genommen schon das ganze Spiel. Oder? Nee, das stimmt gar nicht. Da kommt noch mehr dazu. Aber auf jeden Fall ist das hier erstmal lange Zeit unsere Schlachtplatte sozusagen. Ugantar. Und wir sind hier oben links, oben im Nordwesten, in Fischmar. Und bei Sigurds Schloss, wo wir gerade rausgeworfen worden sind. Und dann gibt es noch Konrads Schloss, es gibt Gilbert Schloss, Diana Schloss, Tokugawas Schloss, Arthur Schloss und Edward Schloss. Ich denke gerade, vielleicht ist es doch schon alles. Hier haben wir mit dem Kreuz unsere Position markiert, wo wir gerade sind. Und ja, Rache für Vergeltung, da ist das Ziel für unsere... Da werden unsere Ziele sozusagen aufgeführt. Später kommen noch mehr Punkte dazu, damit man immer weiß, ungefähr wo man hinlaufen muss. Weil die Karte ist sehr, sehr weitläufig, wie ich finde. Das ist unser Tagebuch, da können wir unsere Quests nachgucken. Ich bin Alexander, gestern noch hatte ich alles. Thron, Macht, Familie. Alles verschwand in nur einem Tag. Wolfgard, nicht Wulfgard, sondern hier heißt er jetzt Wolfgard. Ein Mann, den ich nie des Verrates verdächtigt hätte. Als die Feinde in das Schloss eindrangen, hatten wir noch eine Chance. Er und ich, König von Eirath und der Erzmagier, zusammen hätten wir den Angriff zurückschlagen können. Aber als ich den Drachenatem, Wolfgard Lieblingszauber, gegen meinen Rücken hämmern fühlte, wusste ich, dass dies das Ende war. Hätte ich nicht unser Familienamulett besessen, wäre ich nun tot. Der Schlag war so mächtig, dass er meine Rüstung zerschmetterte. Und ich wurde irgendwohin geschleudert. Ich weiß nicht einmal mehr wohin. Sobald ich aus dem Portal fiel, packten mich die Soldaten des hiesigen Fürsten, der, wie ich glaube, Sigurd hieß. Vom ersten Moment an mochte ich ihn nicht besonders. Es stellte sich heraus, dass die Abneigung auf Gegenseitigkeit beruhte. Die Strafe folgte auf dem Fuße. Die Kräfte waren zu ungleich. Ah, verdammt, wenn seine Bogenschützen nicht gewesen wären. Tja, hätte er trotzdem keine Chance gehabt. Alexander ist ziemlich schwach am Anfang. Hätte er nie geschafft, zumindest wenn das ein echter Kampf gewesen wäre. Aber Sigurd hat einen Fehler gemacht. Er hat mich nicht getötet. Jetzt ist sein Tod nur noch eine Frage der Zeit. Ach ja, er hielt mich für einen Spion Konrads. Den Namen sollte ich mir merken. Der Feind meines Feindes ist ein Freund. Tja, Konrad. Ziehen wir Bilanz. Kein Geld, keine Nahrung, der Ort völlig unbekannt. Ich weiß nicht, wie die Einheimischen Fremde behandeln. Aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass sie ihnen feindselig gegenüberstehen. Ich muss von irgendwoher Waffen bekommen, sonst bin ich Geschichte. Doch zuallererst brauche ich einen Unterschlupf, an dem ich sorgfältig meine weiteren Schritte überdenken kann. Beim Schloss gibt es eine gut ausgebaute Straße. Das bedeutet, dass ein Dorf in der Nähe sein muss. Dort sollte ich mich umsehen. Tja, unsere erste Anlaufstelle. Sigurds Tod. Niemand wagt es ungestraft, mich so zu behandeln. Der Schmerz ist egal. Das ist die Demütigung, für die Sigurd bezahlen wird.
Allerdings greift man ein Schloss nicht mit leeren Händen an. Ich brauche Männer und Geld. Und ich vermute, dass ich im nächsten Dorf finde, was ich brauche. Ja. Conrad. In harten Zeiten wie diesen ist jede Hilfe willkommen. Sigurd ist definitiv mein Feind. Was bedeutet, dass Conrad ein Freund werden könnte? Vielleicht sollte ich ihn aufsuchen. Östlich von Sigurds Schloss bin ich auf etwas gestoßen, das wie eine bewachte Grenze aussieht. Vielleicht beginnt dort Conrads Land. Das sollte ich überprüfen. Ja, aber noch sind wir nicht stark genug, um da durchzubrechen. Wo bin ich? Zuallererst muss ich herausfinden, wo ich bin. Ich werde die Einheimischen fragen. Verpflegung und Unterkunft. Ich brauche ein Dach über dem Kopf und etwas Geld. Das ist sicher nicht gerade gewöhnlich für einen König, aber selbst ein König kann hungers sterben. Ich habe ein Dorf im Norden von Sigurds Schloss entdeckt. Dorthin sollte ich mich aufmachen. Waffensuche. In meiner derzeitigen Situation bin ich sehr verwundbar. Ich brauche eine Waffe. Ein gutes Schwert wäre genau das Richtige. Aber wo finde ich eins? Klar, ich werde nicht einfach auf der Straße über ein Schwert stolpern. Außer ein Gothic vielleicht. Da liegen überall rostige Schwerter rum. Ein Schmied, natürlich. Ich muss einen Schmied finden. Rache für Vergeltung. Auf dem Weg nach Fischmeer bin ich einem Mädchen begegnet. Sie ist besessen von dem Wunsch nach Vergeltung. Wenn ich ihr helfe, hilft sie mir bei meinem Quest, oder bei meiner Quest, gegen Sigurd. Jetzt muss ich nach Fischmeer, um ein paar Söldner anheuern und dann zurück zu dem Ort, an dem ich Helga treffe. Tja, das ist Helga. Helga wartet darauf, dass wir ihr ein paar Brötchen bringen. Deshalb renne ich auch schon mal los. Und da ist ein weiterer Kampf. Nichts davon können wir gewinnen. Wir können gerade mal diesen Kampf gewinnen. Das sind zwei Bauern, die unbedingt hier Ärger suchen. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Kampf hier jetzt zu beenden. Und jede Art bringt einem oder gibt einem was anderes. Und das für mich Wichtigste wäre jetzt, glaube ich, Intelligenz oder Lebensenergie. Eins von beiden. Ich würde mal auf Intelligenz tippen. Hey, yeah, kommt her! Kommt auch selbst her, wenn ihr wollt. Das können wir sagen, aber da gibt es, glaube ich, einen Kampf. Oder die Intelligenzoption ist weg. Wir gehen einfach mal hin. Oder auch nicht. Was gibt's? Peter, sollen wir ihm gleich den Hintern versohlen? Seht ihn euch an, er hat sowieso kein Geld. Da wette ich drauf. Haltet die Klappe. Ich kann mir das auch ohne euren Rat denken. Ja, ihr seht schon ziemlich nach einem Penner aus. Na gut, wenn ihr kein Geld habt... Wie wär's mit 50 Liegestützen? Ja. Na, ich habe doch Geld. Nehmt es. Nein. Okay, ich habe einen Text da übergangen, weil Text mal wieder zu schnell war für mich dann an der Stelle. Oder ich habe zu schnell geklickt, keine Ahnung. Hoffend. Kommt schon, ihr habt was von Hinternversohlen gesagt. Wie wäre es damit? Das hättet ihr nicht anzetteln sollen, Jungs. Kampf beginnen. Liegestütze, Kinderspiel. Wir können tatsächlich Liegestütze machen. Da bekommen wir ein bisschen mehr Gesundheit. Aber ich mache das hier. Kommt schon, ihr habt was von Hinternversohlen gesagt. Wie wär's damit? Ich rieche Ratte. Peter, lass ihn in Ruhe. Lass ihn gehen. Denn ich rieche Ratte. Ist das irgendeine russische... Feigling! Sache, die nicht gut übersetzt worden ist? Ihr seid nun also allein, Peter. So ein Pech. Tja, jetzt müssen wir nur noch gegen einen kämpfen. Aber wir sagen lieber, keine Angst, ich tue euch nichts. Wo ist euer Vater? Ah, er steht dort und wir kriegen Intelligenz. Jetzt haben wir 8. Er steht dort am Portal und redet mit Zagon. Mit wem? Zagon, eine Art Troll. Sehr stark. Ich gehe dann jetzt. Ja? Er geht nur. Ja, und dann verschwinden sie auch. Und das war das. Dadurch haben wir jetzt Intelligenz 32. Von 16 auf 32. Oh, das ist ein guter Wert. Speichern, normal speichern hier. Und wir sind im Dorf. Können mit den ganzen Leuten reden. Er schaut sie an. Hallo, guter Mann. Gleichfalls, ich sehe, ihr habt eine Frage. Wie heißt dieses Land? Wie seid ihr hergekommen, wenn ihr nicht einmal den Namen dieses Landes kennt? Schon gut, ich verstehe, geht mir nichts an. Das Land heißt Ogantar. Habt ihr einen König? Nein, das Land ist in Besitztümer eingeteilt. Jedes davon hat seinen eigenen Fürsten. Der stärkste von ihnen ist Edward. Er verfügt sogar über Riesen in seiner Armee. Manche der Fürsten gehorchen Edward, andere nicht. Unser Fürst Sigurd gehorcht ihm. Und er trägt seine Standarte. Weißer Streifen auf rotem Grund. Wenn ihr euch mit Sigurd anlegt, bekommt ihr es mit Edward zu tun.
Und wo liegt Edwards Schloss? Weit weg von hier auf einer Insel. Aber ich rate euch davon ab, dorthin zu gehen. Edward mag keine Fremden und tötet sie ohne Gnade. Wenn Edward so stark ist, warum vereint er nicht das Land und macht sich zum König? Er ist stark, aber nicht stark genug, um Ogantar zu vereinen. Das erfordert einen wahrlich außergewöhnlichen Mann. Und ich kenne niemanden, der das könnte. Ich glaube, dieses Land ist reif für einen Wandel, und zwar einen bedeutenden. Ja, Vereinigung Ogantars. Seid ihr der Älteste? Ja, das bin ich. Darüber hinaus behalte ich das Portal im Auge. Das Portal? Ich wollte schon immer wissen, wie sie funktionieren. Oh, das weiß niemand. Man weiß allerdings, dass alle Portale miteinander verbunden sind. Wenn ihr eins davon einmal benutzt, ändert sich das Portal an euch und das nächste Mal könnt ihr von einem anderen Portal zurückkehren. Wer hat sie errichtet? Wer weiß? Die Portale sind seit eh und je hier. Als die ersten Siedler in dieses Land kamen, lernten sie schnell um die Bequemlichkeit der Portale. Aus diesem Grund haben sie immer versucht, ihre Häuser in der Nähe der Portale zu bauen. So entstanden die ersten Städte. Ich verstehe. Und wie benutze ich ein Portal? Das ist einfach. Aber ich habe keine Zeit. Kommt später wieder und ich werde es euch zeigen. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich mache gerade harte Zeiten durch. Ich brauche Essen und ein Dach über dem Kopf. Ich bin bereit, es mir zu verdienen. Kratzt sich im Hinterkopf. Wir haben hier nicht viel Arbeit. Allerdings, ich habe da vielleicht etwas. Ich kann euch kein Geld garantieren, aber ihr bekommt auf jeden Fall ein Bett und etwas zu essen. Ein König, der sich das Essen verdient. Was? Ach nichts. Wovon habt ihr gesprochen? Die Wölfe sind in letzter Zeit außer Kontrolle geraten. Die Leute haben Angst davor, sich zu weit vom Dorf zu entfernen. Und jeder Fünfte kehrt nicht zurück. Also haben die Jungs und ich beschlossen, sie anzugreifen. Wir haben sogar einen erfahrenen Jäger aus Jagddorf gerufen. Sie sammeln sich nördlich des Dorfes, nicht weit vom Bau der Wölfe. Sie können ein zusätzliches Paar starke Hände gebrauchen. Seid ihr dabei? Nö, keine Lust. Eure Wahl. Wenn ihr eure Meinung ändert, ich bin hier. Tja, man kann jede Quest im Grunde genommen ablehnen, aber wozu sollte man das tun? Ich will das sowieso jede machen, deshalb nehme ich jede Quest in Zukunft einfach an. Hallo. Wegen dem Angriff. Ja. Ich bin dabei. Geht vom Dorf aus nördlich. Haltet auch schon nach einer großen Truppe Bauern. Und schließt euch ihnen an. Tja, machen wir aber erst, wenn wir ein paar Truppen mehr haben. Hallo. Berichtet mir von den Fürsten von Ogantar. Was wollt ihr wissen? Wie viele von ihnen gibt es? 7 insgesamt. Die ersten 3 sind Sigurd, Konrad und Edward. Von den anderen 4 weiß ich nur sehr wenig. Ich interessiere mich für Sigurd. Sigurd ist der Fürst dieser Ländereien. Sein Schloss liegt südlich von hier. Er ist ein Dwerga. Dwerga? Dwerger sind Zwerge, nur größer. Also ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Sigurd seinem Hauptmann den Kopf abgeschlagen hat, nur weil der Ärmste anderer Meinung war. Jetzt können wir was anderes sagen. Oder wir können uns was aussuchen. Wahrlich nicht so schlimm, dass man jemanden dafür köpfen muss. Mann, das klingt ganz nach meinem Typ. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, hierfür kriegt man mehr Intelligenz. Und hierfür Autorität. Okay. Ah, ist auch nicht verkehrt. Ich überlege gerade Intelligenz, Autorität. Autorität ist, glaube ich... Ja, Autorität kriegt man auch nur selten. Deshalb sollten wir das vielleicht annehmen. Können wir 2 Bauern mehr anheuern. Konrad, habt ihr den Namen schon mal gehört? Klar, der Herr des Nachbarschlosses. Er und Sigurd liegen schon seit vielen Jahren miteinander im Krieg. Und warum? Angeblich wegen einer Frau. Beide wollten sie, aber sie entschied sich für Konrad. Wahrscheinlich, weil er kein Zwerg war. Sigurd hat sie getötet. Seitdem befinden sich die beiden im Krieg miteinander. Dom, tadam, dom. Was ist er für ein Mann? Ein Kampfmagier. Früher hat er viel gekämpft, aber er hat sich zurückgezogen. Sein Schloss liegt östlich von hier. Ich habe gehört, er nimmt Lehrlinge an, wenn er sie seiner würdig befindet. Soweit ich mich erinnern kann, hat er aber schon lange keinen mehr. Was wisst ihr über Edward? Er ist der stärkste von allen. Sein Schloss befindet sich auf einer Insel südwestlich von hier. Auf der Insel gibt es einen Riesenbaum, den man sogar von hier aus sehen kann. Wenn jemand König von Ogantar werden kann, dann ist es Edward. Lebewohlsein. Speichern. Man weiß nie, was passiert. Ich suche nach einem Weg in meine Heimat, Eirath. Wisst ihr, wie ich dorthin komme? Eirath? Nie gehört. Vielleicht weiß Gils weiter. Wer? Ein hiesiger Magier. Versucht es bei ihm. Ja, wir können das Portal benutzen. Aber wir haben noch nichts entdeckt. Kein anderes Portal, deshalb können wir uns auch nirgends anders hin teleportieren.
Wen haben wir denn hier? Einen riesen Ogertypen mit einer wunderbaren Keule. Yo. Ich brauche Hilfe, Herrin Not. Nein, nein und nochmals nein, ich kann euch nicht helfen. Wenn Sigurd sie zum Tode verurteilt hat, dann soll es so sein. Wir können nichts machen. Wir können auch einfach weitergehen. Und uns einmischen. In die Unterhaltung einmischen. Verzeiht, ich habe eure Unterhaltung mit angehört. Meint ihr Sigurd, den Fürsten des Schlosses dort drüben? Er ist der Fürst aller dieser Ländereien und des Schlosses. Übler Kerl, hat Herrin genommen. Will sie töten. Ich lass ihn nicht. Wer ist eure Herrin? Kira, kann zaubern. Kam hier zum Handeln. Böse Leute sagen, Hexe. Ich verteidige sie. Verletzt. Herrin gefangen. Wollen sie verbrennen. Warum braucht ihr Hilfe? Ihr seid stark. Ihr könnt jeden dieser Wächter einfach zermalmen. Das kann er auch wirklich. Zu viele Wachen. Kann ich nicht alleine. Brauche Hilfe. In Ordnung, Kumpel. Obwohl ich nicht mal deinen Namen weiß. Tgar. Also gut, Tgar. Ich helfe euch und ich werde noch einmal... Ich werde noch nicht einmal Geld dafür nehmen. Ich habe eine Rechnung mit diesem Kerl zu begleichen. Ja, ich kann euch helfen. Ja, aber nicht umsonst. Verstanden? Da müssen wir ihm Geld abknüpfen, aber das will ich nicht. Okay, Tgar, da habt ihr eine ganz schöne Suppe auszulöffeln. Viel Glück, ich muss weiter. Ich kenne euch. Ja, ich kenne euch auch. Hört zu. Ich habe mich entschieden, euch zu helfen. Geht zum Schloss. Ich treffe euch dort. Tja, okay. Also habe ich das Geld nicht bekommen, aber ich will den armen Tgar auch nicht um sein Geld erleichtern. Wer weiß, was das noch für Implikationen hat. Also lasse ich das einfach. Gehen wir zu Geils, dem Magier. Wo ist er denn? Ach da. In seinem kleinen, hölzernen Turm. Oh, ist auch eine Axt. Ja, sieht aus wie Gothic alles hier. Wir sind Krieger, aber wir können nur mit denen sprechen, über denen auch hier so ein Ausrufezeichen schwebt. Wie kann ich euch behilflich sein? Seid ihr Gils? Geils? Ja, das bin ich. Ich suche nach meiner Heimat, Eirath. Wisst ihr, wie ich dorthin komme? Eirath? Das ist ein ganz schöner Weg, den ihr da gereist seid, Kumpel. Ich fühle Spuren von Magie an euch. Sehr machtvolle Spuren. Tatsächlich bin ich überrascht, dass ihr das überlebt habt. Einfach Glück gehabt. Also, was wisst ihr über meine Heimat? Ja, der einzige Weg nach Eirath von hier aus führt über das Meer. Zuerst müsst ihr in die Pilgerstadt. Sie liegt im Osten, ziemlich weit von hier. Alleine werdet ihr es nicht dorthin schaffen. Ihr habt keine Ahnung, was ich schaffen kann. Das kann sein, aber zuerst würde ich nach Lascherich gehen. Das ist das nächstgelegene Schloss östlich von hier. Es gehört Conrad, einem alten Freund von mir. Ist das der Fürst, gegen den euer Herr im Krieg liegt? Genau. Conrad wird euch mit Waffen und Geld aushelfen. Sagt ihm, dass ich euch geschickt habe. Aber warum helft ihr mir? Ihr kennt mich doch gar nicht. Magie, mein Freund. Sie hat Spuren an euch hinterlassen. Und ich spüre einen mächtigen Fluch in der Luft. Und ihr seid mit ihm verbunden. Ich besitze nicht die Weisheit, diese Verbindung zu verstehen, aber Conrad, er ist ein mächtiger Magier und ich glaube, er kann es herausfinden. Ha, Conrad? Ich denke gerade an Lands of Lore 1. Wo ist Timothy? Timothy, nein! Was redet ihr da von einem Fluch? Blödsinn! Aber trotzdem danke. Tja. Gut, wir haben schon mal eine Empfehlung von einem Magier. Sucht ihr nach Weisheit, Lehrling? Ich kann euch die Geheimnisse der Magie lehren. Ha, wozu? Magier sind doch nichts weiter als aufgeblasene Gaukler. Eine starke Klinge von geübter Hand geführt und der Gegner ist erledigt. Oh, ihr könnt nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, mein Freund. Es wird immer einen Meister mit dem Schwert geben, der stärker ist als ihr. Und in dieser Lage erweisen sich ein paar Zaubersprüche als überaus nützlich. Ich bin aber ein Krieger, kein Magier. Natürlich, aber auch Krieger können einige einfache Zaubersprüche lernen. Selbstverständlich werdet ihr nie ein großer Magier werden. Och, das kannst du doch nicht sagen, mein Freund. Alexander ist sehr lernbegierig. Außerdem sind Zauber wirklich besser als Nahkampfpunkte, deshalb werde ich nichts in Schaden investieren für unseren Krieger. Ich will meine Zeit nicht mit dem Unsinn vergeuden. Doch, will ich. Seid gegrüßt, Lehrling. Erzählt mir mehr über die Magie. Vor langer Zeit haben einige Weise ihr Leben der Studie verschiedener natürlicher Phänomene gewidmet und erfolgreich die Kräfte der vier Elemente beherrscht. Sie waren große Magier. Leider ist ihre Zeit lange vorbei. Nur Bruchstücke dieses Wissens sind bis in unsere Zeit überliefert. Lasst mich an diesen Bruchstücken teilhaben. In Ordnung. Alle derzeit von Magiern eingesetzten Zaubersprüche lassen sich vier Fakultäten zuordnen.
Diese sind Feuermagie, Wassermagie, Erdmagie und Windmagie. Die gefährlichste von allen ist die Feuermagie. Die Mehrheit der Zauber wird zum Töten eingesetzt. Feuer, Feuer, Feuer! Wassermagie ist das Gegenstück der Feuermagie. Heilung, Schutz, Verjüngung. Das ist gute Magie, aber sie beinhaltet auch ein paar Angriffszauber. Und eine der geheimnisvollsten Arten der Magie ist die Luftmagie. Illusionen, Unsichtbarkeit und viele weitere Zauber, um den Gegner zu verwirren. Und zum Schluss die Erdmagie. Dies ist schwere Magie. Sie verleiht Kräfte, aber kann sie auch entziehen. Was muss ich tun, um die Zaubersprüche zu lernen? Zwei Dinge. Geld, um den Lehrmeister zu bezahlen. Und die Hauptsache, Intelligenz. Intelligenz? Ja, das Studium jedes Zauberspruches erfordert ein gewisses Maß an Intelligenz vom Lehrling, je nach Schwierigkeit des Spruchs. Wenn ihr das notwendige Maß besitzt, könnt ihr den Spruch erlernen. Und dann werde ich in der Lage sein, ihn in der Schlacht einzusetzen, richtig? Ja. Aber bedenkt, jedes Mal, wenn ihr einen Zauber im Kampf einsetzt, verschwendet ihr geistige Energie, eure Intelligenz. Natürlich wird sie sich nach dem Kampf schnell erholen, aber diese Möglichkeit bietet sich nicht während dem Kampf. Je höher eure Intelligenz, desto mehr Zaubersprüche könnt ihr im Kampf einsetzen. Danke für die Lektion, Giles. Intelligenz! Und es ist wieder Tag geworden. Wir haben so lange gequatscht, dass es schon wieder Tag geworden ist. Sei gegrüßt, Lehrling. Achso, das haben wir schon mal. Intelligenz! Ich habe ein merkwürdiges Gebäude gesehen, nicht weit von hier, das recht orkisch aussieht. Was ist das? Das ist der alte magische Turm. Dort lebt niemand mehr, oder Dor. Übrigens, man sagt, es befinden sich noch immer alte Schriftrollen dort. Falls ihr dort vorbeikommen solltet und etwas findet, das wie eine Schriftrolle aussieht, bringt sie mir. Ich weiß mich zu bedanken. Warum geht ihr nicht selbst? Ich habe keine Zeit für sowas. Ich bin zu beschäftigt. In Ordnung, ich werde mich umsehen. Die Schriftrolle aus dem Turm. So, was können wir denn hier lernen? Wir können Feuerball lernen. Wir haben Intelligenz 32, aber nur 50 Gold, das heißt, Feuerball kostet 120 Gold, wir können es den noch nicht leisten. Heilung, 9 Intelligenz, aber 170 Gold, genauso wie der Lift-Zauber, der alle gegnerischen Zaubersprüche aufhebt, oder zumindest deren Dauer reduziert. Und Hermes-Sandalen, die erhöhen dann hier für die Länge des Spielzugs die eigene Geschwindigkeit oder Geschwindigkeit einer Einheit. Braucht nur 3 Intelligenz, das ist was für Dumme. Und kostet auch nur 50 Gold, aber ich brauche lieber Soldaten. Außerdem Verlangsamung. Kostet nur 30 Gold und nur 2 Intelligenz, dass wir die ganz depperten. Und das verlangsamt die Gegner halt. Ne? So, dass sie nicht so schnell zu uns kommen können, was sehr wichtig ist. Hier ist ein Priester, denke ich mal. Der betet in dieser kleinen Kapelle. Ein Brunnen. Und hier wird ein Katapult gezimmert. Wahrscheinlich für Sigurds Armada. Und das erscheint mir der Schmied zu sein. In Häuser kann man übrigens nicht reingehen. Das ist alles ziemlich blockiert hier alles. Mit dem Hammer schlagend. Hey Schmied! Hält widerwillig ein. Was wollt ihr? Fertigt ihr auch Schwerter? Nein, zu viel Arbeit und zu teuer. Soldaten können sie sich nicht leisten und die Herren nehmen sie an sich, ohne zu bezahlen. Vielleicht könnt ihr mir sagen, wo ich ein Schwert herbekomme. Das ist einfach. Heuert in der Armee eines der Fürsten an, dann bekommt ihr eins umsonst. Der einzige Fürst, den ich kenne, ist Sigurd und ich kämpfe lieber mit einem Stock, als ein Schwert von ihm anzunehmen. Wenn man einen Stock finden würde. Tut man nicht. Ach, wenn Sigurds Leute euch reden hören könnten, dann verabschiedet euch schon mal von eurem Kopf. Er gefällt mir, Krieger. Ich werbe dieses alte, einfache Schwert. Ich glaube nicht, dass ich es je brauchen werde, aber ich überlasse es euch im Tausch gegen einen Dienst. Welcher Art? Es gibt eine verlassene Mine. Mine? Nicht weit von Sigurds Schloss. Bring mir etwas Erz von dort. Einverstanden? Kinderspiel. Gut, es ist nur... Dort ist es gefährlich in letzter Zeit. Die Leute sagen, sie haben dort Zombies gesehen. Tja, damit werde ich fertig. Er alleine wird damit nicht fertig. Wir brauchen schon Verstärkung. Hämmernd. Vorbeigehen. Okay, hier haben wir nichts mehr zu melden. Und hier trainieren Milizen und Bauern. Ein Milizionär und ein Haufen Bauern. Sie können ein bisschen kämpfen. Es sind bessere Bauern als zum Beispiel in Heroes of Might and Magic. Das kann ich schon mal sagen. Und hier ist der Brackenmeister. Was wollt ihr? Ich brauche Männer. Kommt herein, wenn ihr das Geld habt.
Wenn nicht, verschwindet. Natürlich habe ich das Geld, aber eure Soldaten schauen etwas schwächlich aus. Sie sind billig. Wenn ihr bessere Soldaten wollt, geht zu Sigurds Schloss. Wohin? Sigurds Schloss. Dort könnt ihr die Miliz anheuern oder sogar Veteranen, wenn ihr genug Autorität besitzt. Autorität? Damit ein Herr eine Armee führen kann, muss er ein wahrer Anführer sein. Jeder Kriegsherr hat eine gewisse Autorität. Aber die Autorität eines Kriegsherrn muss um einiges höher sein als die eines normalen Soldaten. Wie viel höher? Ja, es läuft folgendermaßen. Gleicht eure Autorität der eines Bauern, so könnt ihr auch nur einen Bauern anheuern. Ist sie doppelt so hoch, könnt ihr zwei Bauern heuern oder einen erfahrenen Krieger und so weiter. Wie heure ich Bauern? Das ist einfach. Wenn ihr eine Baracke betretet, zieht einfach einen Soldaten oder eine Truppe auf einen freien Platz in eurer Armee. Was geschieht, wenn ich nicht genug Geld für die ganze Truppe habe? Dann wird eure Armee um die Anzahl der Soldaten erweitert, die ihr euch leisten könnt. Der Rest bleibt in der Baracke. Ich verstehe. Also, kommt ihr rein oder nicht? Ja. So, hier haben wir zur Auswahl, ja, 30 Bauern. Tatsächlich ist es so, wenn man sich alle gekauft hat hier aus diesem Bild sozusagen und dann rausgeht und wieder reingeht, dass da immer wieder 10 neue Bauern da sind. Also es gibt hier genug Nachschub sozusagen. Wir haben Autorität 16, damit können wir uns keine ganzen 10 Bauern besorgen, sondern nur, wenn wir sie rüberziehen, 8. Kostet 24 Gold und dadurch haben wir jetzt das Maximum. Wir haben keine Autorität mehr übrig. Gold haben wir nur noch 26. Aber dafür haben wir 8 Bauern. Stufe 1, Preis 3, Kampftrupp neutral. Autorität kosten sie 2. Intelligenz haben sie 16. Spielt keine Rolle, weil sie keine Magier sind. Gesundheit 9, keine Rüstung, nur ein Hemd. Und sie machen 5 Schaden. Genauso viel wie wir. Und es sind immerhin 8 Stück. Und sie greifen immer in einer ganzen Gruppe an. Und sie haben die Geschwindigkeit 9, Mittel. Also die sind genauso schnell wie wir. Bauern sind gar nicht so schlecht am Anfang. Okay, wen haben wir hier? Den weisen Mann. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich bin fremd hier. Ich mache gerade harte Zeiten durch. Ich brauche Arbeit. Tut mir leid, da kann ich euch nicht helfen. Sonst noch was? Nee. Okay. Wer bist du? Hey, verschwindet! Ich gebe keine Almosen. Ihr müsst mich mit jemandem verwechseln, Händler. Zeig mir deine Ware. Woher wisst ihr, dass ich ein Händler bin? Wer seid ihr? Wer ich bin, geht euch nichts an. Der Rest ist einfach. Eure Hände sind gepflegt und haben noch nie hart zugepackt. Eure Ellbogen sind beschmutzt, was bedeutet, dass ihr viel schreibt. Und ihr habt das Schuldenbuch bei euch. Genug, ich verstehe. Verzeiht meinen Fehler. Euer Aussehen hat mich getrogen. Wie ihr vermutet habt, bin ich der Inhaber dieses Ladens. Mein Name ist Adelmann. Und womit handelt ihr? Oh, das wird euch gefallen. Zauberamulette, Ringe und Anhänger. Wozu brauche ich Anhänger? Der eine hat dir gerade das Leben gerettet. Oh, es sind nicht nur billige Schmuckstücke. Alles, was ihr hier seht, ist voller Magie. Schutz vor Zaubern, Stärkung eurer Kraft oder Gesundheit. Und das zu anständigen Preisen. Woher bekommt ihr diese Dinge? Haha, von Reisenden wie euch. Ich verkaufe nicht nur, ich kaufe auch. Bringt mir Dinge, die ihr findet, und wir werden uns schon über den Preis einig. Erzählt mir davon. Oh, ich könnte stundenlang darüber reden. Sämtliche Gegenstände, die ein Händler anbietet, ob Amulette oder Ringe, fallen in 2 Kategorien. Die erste Kategorie wirkt sich nur auf den Besitzer aus, die zweite nur auf seine Untergebenen. Wählt mit Bedacht. Wenn ihr ein Einzelgänger seid, so wählt die erste Kategorie. Habt ihr jedoch eine Armee, dann kauft die zweite Kategorie, obwohl diese meist teurer ist. Zeigt mir, was ihr habt. Legt alles auf den Tisch, seht selbst. Tja, hier kann man nur 3 Sachen kaufen im Grunde genommen von ihm. Den Ring der Gesundheit. Erhöht die Gesundheit des Trägers um 9 Punkte. Kostet 200 Goldstücke. Können wir uns nicht leisten. Oh, hallihallo, tretet ein. Zeigt mir, was ihr habt. Ja, den Ring der Schnelligkeit. Erhöht die Geschwindigkeit aller eurer Soldaten um 1 Punkt. Kostet 25.000 Goldstücke. Ich komme ein andermal wieder, ja. Vielleicht auch nie. Aber das ist ein sehr mächtiger Gegenstand. Das ist aber auch so teuer. Das hier ist einer, den wir unbedingt haben möchten am Anfang. Den Ring des Zorns. Erhöht den Schaden, den eure Soldaten anrichten können, um 5 Punkte. Kostet 500 Goldstücke. Ist ziemlich billig dafür. So gesehen. Allerdings, ja, haben wir derzeit nicht das Geld dafür. Ich habe ein paar Fragen an euch. Habt ihr Arbeit für mich? Ich denke ja. Fahrt fort. Ein gewisser jemand schuldet mir Geld. Aber er will nicht zurückzahlen. Helft mir, seine Schulden einzutreiben und ihr dürft die Hälfte davon behalten.
Wer ist es? Wie viel schuldet euch? Wie viele Wachen? Wo ist er? Was ist... Moment, Moment, immer mit der Ruhe. Ich erkenne einen Soldaten, wenn einer vor mir steht. Es ist sehr viel einfacher. Es ist der hiesige Gastwirt. Selbstverständlich hat er keine Wachen. Er hat 200 Goldstücke in Waren von mir bekommen und ist verschwunden. Also, was sagt ihr? Einverstanden. Ja, wir müssen Schulden vom Gastwirt eintreiben, der sich hier befindet. Mein Gasthof, zu eurer Verfügung, Reisender. Welche Gerüchte bringt ihr mir? Oh, ich habe dieses Gerücht gehört über den Gastwirt, der sich entschlossen hat, seine alte Schuld nicht zu begleichen. Welche Schuld? Ich verstehe nicht. Adelmann schickt mich. Ihr steht in seiner Schuld. Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht helfen mir ein paar gebrochene Finger eurem Gedächtnis auf die Sprünge. Oh, diese Schulden. Schulden der gebrochenen Finger. Ja, diese Schulden. 200 Goldstücke. Aber so viel Geld habe ich nicht. Das ist mir egal. Entweder bekomme ich das Geld oder euren Kopf. Wartet, wartet. Ich kann die Schulden bezahlen, aber ich brauche eure Hilfe. Sprecht. Als es hier ungemütlich wurde, habe ich all meine Ersparnisse im Wald versteckt. Und jetzt kann ich es nicht zurückholen, weil sich da ein Oger herumtreibt. Wo ist das Versteck? Bei dem alten magischen Turm, nicht weit von hier. Ja, wir können natürlich auch ihn erpressen und sagen, ich will das Geld. Aber es ist besser, ihm zu helfen. Danke, ihr seid ein guter Mann. Ja. Zumindest denke ich, dass das besser ist. Alexander ist brutal genug, da muss ich nicht auch zusätzlich noch hier in Brutalität investieren. So, wir haben jetzt ein paar Soldaten und könnten jetzt Kira helfen. Könnten. Allerdings habe ich eine bessere Idee inzwischen. Denn gegen diese kommen wir noch nicht an. Auch mit 8 Bauern ist ja nicht zu machen. Übrigens, da ist der... Ich glaube, die sind das. Das sind die Lokalleute. Weil die gehören gar nicht zu einem Kampfring. Wir können einfach so durch sie durchlaufen. Das macht nichts. Und das ist Loka. Ja, ein paar Goblins und Wölfe. Vielleicht könnten wir sie doch schaffen. Ich überlege gerade. Das wäre nicht verkehrt. Da ist noch so ein Bauer. Das Portal erwacht zum Leben. Sie spüren die Energie, die vom Portal ausgeht. Nachdem sie die Inschrift auf dem Stein genau studiert haben, finden sie heraus, wie das Portal funktioniert. Die Inschrift lautet, tretet auf die Portale zu und sie werden erwachen. Berührt sie und ihr werdet zwischen ihnen reisen können. Ja, da können wir es benutzen und uns quasi wieder zurück ins Dorf teleportieren. Interessant ist auch, dass man hier eine große Weitsicht hat. Man sieht den Turm da ganz hinten, man sieht hier das nächste Portal da in den Himmel schießen. Und man hat eine gute Weitsicht. Was ich ausgeschaltet habe, ist das Gras, weil dann fängt das Spiel an, extrem zu ruckeln. Wer bist du denn? Hä? Warum? Wer ist da? Hab keine Angst. Habt ihr hier drin lange gegraben? Nein, warum? Habt ihr alte Schriftrollen oder Manuskripte gefunden? Nein. Ich glaube, ihr lügt. Ich frage nochmal, habt ihr oder habt ihr nicht? Ja, es bleibt euch überlassen. Wir lassen ihn mal da in Ruhe. Er hat was gefunden, allerdings können wir... Erstmal haben wir nicht genug Geld. Entweder müssen wir es von ihm kaufen, was 250 Goldstücke kosten würde, was mir zu teuer ist, oder wir müssen einen Kampf ausfechten. Aber dazu fehlen mir noch ein bisschen die Truppen und Leute. Gehen wir mal weiter zu Sigurd. Sigurd Schloss, da ist es. Da sieht man auch die ganzen anderen Teleporter. Überall sind Teleporter. Man kann sie jetzt schon sehen. Tja, da haben wir Tragor und ein paar Leute, die eine Hexe anscheinend hier auf diesem Scheiterhaufen verbrennen wollen. Die anderen sind... Oh, einer ist schon... Eine Hexe ist schon verkokelt. Oder Zauberer oder was auch immer hier sie angebrannt haben. Der hat ein paar Soldaten hier bei sich. Ziemlich schwierig, einen Bogenschützen und natürlich sich selbst. Geht weiter, Leute, geht weiter. Kein Gedränge. Wessen Hinrichtung ist es, guter Mann? Die Bauern haben eine Hexe gefangen, jawohl. Sie behaupten, sie hat Flüche ausgesprochen. Und wen hat sie verflucht? Gab es einen Prozess? Was redet ihr da von Prozess? Der Meister hat gesagt, sie war eine Hexe. Also ist sie eine. Und wer seid ihr? Ihr stellt so viele Fragen. Ich finde, ich sollte euch zum Hauptmann bringen. Er wird es besser wissen. Ich bin der König von Ayraf. Ich sehe keine Schuld in dieser Frau. Lasst sie unverzüglich frei oder ich werde euch und euren eigenhändig enthaupten. Das würde in einem Kampf enden, den wir nicht haben wollen.
Regt euch nicht so auf. Seht es von der Seite. Ich habe ein wenig Geld und ihr habt eine Hexe. Wir könnten handeln und ihr könnt dieses Gerippe in Brand stecken anstatt der Hexe. Wie ist Gerippe? Euer Meister wird es niemals erfahren. Was? Welch Verrat? Oh, ich kenne eure Sorte. 100 Goldstücke. 150. Einverstanden. Ich gehe schnell das Geld holen. Tja, aber ich will ihn nicht bezahlen. Jetzt können wir nochmal mit ihm reden und dann vielleicht den Kampf ausfechten. Allerdings weiß ich nicht, ob Trak dann mitkämpft. Aber das sollte er, denn alleine haben wir definitiv keine Chance. Er alleine hat eine Chance gegen alle. Aber wir nicht. Dann bekommen wir eine Magierin dazu und das ist wichtig. Ich gehorche nur, meine Herren. Ich gehorche euch nur für diesen Kampf. Versteht ihr? Ja, ja, ich verstehe. Wir holen eure Herren hier raus und dann geht jeder seiner Wege. Aber während wir kämpfen, müsst ihr jedem meiner Befehle folgen. Ja. Dann lasst uns loslegen. Okay, unser erster Kampf findet nun statt. Und, ja, wir haben hier unseren Zargon. Der hat 848 Intelligenz. Dafür, dass er so dumm redet, ist er eigentlich super schlau. 625 Gesundheit und keine Rüstung allerdings. Macht 329 Schaden. Er tötet jeden mit einem Schlag jetzt. Und er hat Geschwindigkeit 15. Er ist sehr schnell für einen Ogre. Magieresistenz ist 106, aber spielt keine Rolle, weil wir jetzt nicht mit Magiern zu tun haben. Wir haben hier Fußsoldaten, das sind Verteidiger. Die haben 68 Gesundheit, machen 36 Schaden. Dann haben wir hier den Veteran, der macht 34 Schaden. Also ein bisschen weniger tatsächlich. Auch, glaube ich, weniger Lebenspunkte, ja. Dann Bogenschützen, das sind Fernkämpfer natürlich, die haben Gesundheit 37 und Schaden machen sie 17, Fernkampfschaden 24, also Nahkampf weniger und Schussweite ist 16, also durchschnittlich und sind sehr langsam. Dann haben wir noch hier zwei Bauern, vor denen sich unser Held sogar nachnehmen muss. So, wir müssen mal gucken. Ich glaube, als erstes töten wir ein paar von diesen hier Fußsoldaten. Man sieht das auch hier, der eine wird sterben auf jeden Fall, weil da schon so ein Totenschädel über ihm drüber ist. Das bedeutet, er stirbt. Und das Problem bei Nahkämpfern ist, dass sie immer nur einen töten können. Also wir können nicht, selbst wenn wir mehr Schaden machen würden, würde das nicht auf die anderen übergehen. Das heißt, wir müssen die nach und nach nacheinander abstechen. Gegner ist am Zug und 72 Schaden kriegt er, aber er wird es überleben erstmal. Außerdem hatten sie noch einen der Veteran noch einen Zauberspruch auf sie gewirkt. Das ist hier Schwert des Ares. Und das erhöht, glaube ich, den Schaden, den sie machen, oder? 51 machen sie jetzt. Das heißt, wir sollten sie schnell beseitigen. So, unser Held wird nichts machen. Kann auch nicht. Wir würden unsere Bauern weiter vorschicken. Ich hätte sie auch besser in der ersten Reihe platzieren können, wenn sie vielleicht schneller da gewesen. Bogenschütze schießt. So, und ich will unbedingt dann hier einen weiteren davon töten, bevor die sie mit ihrem Schaden zu viel Schaden bei meinem Ogre machen hier. Ich habe die automatische Kamera ausgeschaltet, ansonsten würde sie bei jedem Zug sich dahin bewegen, wo gerade was passiert. Und das ist immer so ein hektisches Durcheinander, wie ich finde. Deshalb lasse ich das einfach. So, und die Bauern machen 10 Schaden. Jeder macht 5 Schaden. Da er keine Rüstung hat, schlägt das voll durch. Dann greifen wir jetzt an und meine Bauern können die zwei anderen Bauern töten. Das ist das Einzige, was sie jetzt angreifen können. Sie kommen rechtzeitig an und sie umzingeln die Gegner dann und töten sie, machen 9 Schaden. Der Bogenschütze haut auch drauf. Zargon wird den letzten von diesen hier töten. Das ist der am meisten Schaden macht mit 51. So. Und Alexander bleibt hinten stehen und die Bauern töten. Ja, sie können gar nichts. Sie können diesen Bogenschützen zum Beispiel gar nicht töten und den hier auch nicht, den Veteranen. Er hat Rüstung 15. Das kann nur Zargon für uns machen. Also müssen wir uns um den Bogenschützen kümmern. Töten sie jetzt zwar auch nicht, aber sie machen zumindest so viel Schaden. Außerdem kann er nicht weglaufen, weil er umzingelt ist. Dann kann er nicht weglaufen. Das ist auch gut bei. Das ist gut an Bauern, die umzingeln Gegner und dann können sie sich nicht woanders noch hinbewegen. So, Zargon, töte bitte diesen Nervbolzen da hinten und dann werden die Bauern den Rest erledigen. Zargon hat noch halbe Lebensenergie. So.
Man kann es sogar machen, dass... wir klatschen in die Hände. Dass Zagon das ganz alleine macht. Wir brauchen eigentlich gar keine Bauern. Und wenn man gar keine Bauern hatte... Ich hatte das nämlich vorhin einmal gespielt sozusagen. Also bevor ich das Let's Play gestartet habe, habe ich ein bisschen reingespielt. Und da dachte ich, was ist los? Warum kann ich nichts machen? Weil ich hatte nur Alexander. Und das war der einzige Kampf, den ich dann überhaupt machen konnte. Bis ich dann gemerkt habe, dass man keine 10 Bauern immer kaufen muss. Und ich hatte nicht genug Autorität und dachte deshalb, ich kann überhaupt keine Bauern kaufen, bis ich genug Autorität habe. Aber wie soll man Autorität kriegen, wenn man kein Level aufsteigen kann? Und das war aber falsch. Man kann auch 8 Bauern oder 2 Bauern oder sowas sich besorgen. Wie man jetzt ja gesehen hat. Das habe ich dann auch mal gelernt. Also man muss nicht alleine rumrennen. So wie ich das gemacht habe. Und da lief ich nämlich hin und her von einem Ort zum anderen und dachte, ich kann nichts machen. Was soll ich tun? Ich bin so schwach. Ja. Aber Zagorn hat dann diesen Kampf auch alleine geschafft und ich bin einfach nur weggelaufen. So, da stehen die besiegten Feinde, wie wir alles platt gemacht haben. Wir haben keine Verluste, nicht mal einen Bauern verloren. Kostet auch nur 3 Gold. Wer darf mit 232 Gold bekommen und 610 Erfahrung. Vielleicht steigen wir schon eine Stufe auf. Ich glaube schon. Ja, und dann wirbelt er in die Luft und es glitzert und strahlt. Und wir können erstmalig Punkte verteilen. Und Zagorn hat uns verlassen. Nehmt eure dreckigen Hände von mir! Spuckt den Helden an. Danke. Herrin, ich sterbe. Viele Wunden, kaum noch Blut. Diese Weichhaut geholfen, euch zu retten. Er ist ehrlicher Krieger. Mein Tod ist nahe. Dunkel und kalt. Bonk. Da stürzt er zu Boden und Zagorn ist tot. Ich dachte, das wäre passiert, weil ich beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, nur noch... Da war er wirklich im roten Bereich, aber jetzt... Er stirbt jedes Mal, glaube ich. Schaut auf den toten Troll. Ruhe in Frieden, Tegar. Nach einer langen Pause den Kopf hebend. Ihr wollt mich also befreien? Ja. Danke. Jederzeit gerne. Ihr seht nicht sehr ängstlich aus für jemanden, der beinahe lebendig verbrannt worden wäre. Ich bin eine Hexe, schon vergessen? Ich kann die Zukunft sehen. Ich wusste, mein Tod würde nicht heute eintreten. Die Zukunft, was? Vielleicht könnt ihr meine Zukunft sehen. Sehen ist nicht ganz das richtige Wort. Ich habe Visionen. Es ist schwierig zu erklären, aber ihr habt mein Leben gerettet und verdient eine Belohnung. Ich kann euch sagen, was ich sehe. Ich hätte lieber einige Goldstücke. Aber, naja, ich will das wissen. So soll es sein. Ihr werdet sterben und wieder auferstehen. Ihr werdet nach Hause zurückkehren. Aber es wird nicht länger eure Heimat sein. Ich sehe Blut, viel Blut. Ihr werdet zu dritt sein. Aber ihr werdet den Streich ausführen, der euer Schicksal besiegelt. Ich habe kein Wort verstanden. Macht es einfach. Werde ich zu meinem Thron zurückkehren oder nicht? Und wird Wolfgard sterben? Er ist nicht länger Wolfgard. Ich bedauere, ich habe euch gesagt, was ich weiß. Nun muss ich gehen. Ihr geht alleine? Die Straßen sind gefährlich. Kommt mit mir. Wenn ihr euch wirklich auf Magie versteht, dann könnte das sehr nützlich sein. Als Gegenleistung habt ihr meinen Schutz. Tja, das bisschen, was er bieten kann. Ja, euer Geleit könnte mich tatsächlich vor einem neuen Scheiterhaufen bewahren. Ich gehe mit euch, doch nur bis zu Konrads Schloss. Dort lebe ich. Gut, dort wollte ich sowieso. Die Vereinbarung gilt. Ich begleite euch bis zu meinem Haus. Es liegt südlich von Konrads Schloss. Konrads Schloss, am Ufer eines Wasserfalls. Oh, und übrigens kann ich euch einen Weg an Sigurds Mörderbande zeigen. Vorbeizeigen. Natürlich nur, falls ihr noch nicht allesamt erschlagen habt. Nee. Wir sollten über die Sandbank gehen, nicht weit von Fischmar. Ah, das merke ich mir. Ja, jetzt haben wir die Quest Kiras Rettung. Wir können jetzt quasi... Oder Kiras Geleit. Und sie hat sich uns angeschlossen. Das ist eine Zauberin, die ein paar Zaubersprüche beherrscht. Ich will sie auch nach hinten stellen. Die Möglichkeit. Kira kann tatsächlich sterben und das Spiel ist dann nicht vorbei. Das ist nur vorbei, wenn unser Krieger hier stirbt. Dann ist Game Over. Egal, was sonst noch passiert. Wenn allerdings alle anderen Charaktere sterben, dann läuft das Spiel weiter. Allerdings wäre dann ja die Quest gescheitert, Kiras Geleit, wenn wir sie nach Hause bringen wollen. Weshalb wir sie am Leben lassen sollten, zumindest bis wir das abgeschlossen haben. Und sie ist am Anfang ziemlich nützlich. Hier ist übrigens die Mine. Und hier befinden sich ein paar Untote. Und wir wollen ja das Erz holen für den Schmied. Kadaver 1, Zombie 1, Bogel 1 und Zombie 2. Das sind nicht so viele Gegner. Die kriegen wir wohl geschafft. Wir kriegen dann erstmal überhaupt eine Ausrüstung dann. So, das ist Bogel. Ist ein Angreifer. Der hat sogar eine Schussweite von 16 durchschnittlich und 24 Fernkampfschaden. Das heißt, wenn ich vorne gestanden hätte, hätte er mich anschießen können. Aber da ich weiter weg stand, hat er es nicht geschafft.
37 Gesundheit, 17 Schaden ist nicht so viel. Allerdings werde ich mit meinem Krieger hinten stehen bleiben und einfach meine Bauern reinschicken. Außerdem können wir die Zauberin natürlich einsetzen. Ja, da sind ein paar Zombies. Und die Zauberin ist auch sehr langsam, weshalb Zombies, zumindest dieser hier, ein Kadaver. Okay, er hat 6 Geschwindigkeit und ist langsam. Die Zombies sind noch langsamer. 3 nur, also halb so viel. Und sind auch schwächere Kadaver sozusagen. Die Kadaver sind die Upgrade-Variante. Sie hat Zaubersprüche. Ein Feuerball. Den Liftzauber, Heilung, Hermes-Sandalen und den Pfeilregen, der den Schaden von Bogenschützen erhöht, was wir aber allerdings nicht haben. Momentan ist eigentlich nur Feuerball wichtig, kostet 6 Intelligenz. Aber sie hat ja genug, wie viel hat sie denn überhaupt? 72, also da können wir ordentlich Feuerbälle mitschießen. Und ja, ist langsam, hat nur 6, macht 17 Schaden im Nahkampf, wieder Bogenschütze, hat 26 Gesundheit, ist weniger als wir, was wir haben, dank dem Amulett aber auch. Und dementsprechend, ja, sollte sie nicht im Nahkampf sein. Sie kann Bogel nicht ganz töten, aber zumindest so weit schwächen, dass er fast tot ist. Und die steigen übrigens auch auf, aber allerdings ohne, dass wir das hier machen müssen. Oh, ich hätte meine Punkte auch noch verteilen können. Habe ich jetzt leider vergessen. Das ist auch wichtig, was man da wählt. Kira wird angeschossen und hat nur noch 2 Lebenspunkte. Das heißt, wir sollten definitiv den Bogel da wegkloppen. Dazu schicke ich meine Bauern rein. Weil die Zombies, die kommen nie rechtzeitig an. Ah, ein Bauer ist gestorben, das ist aber nicht so schlimm. Und sie kann zaubern und kann sogar den Kadaver da wegschießen. Und da fällt auch gleich schon mal deren Flagge um. An jeder Flagge erkennt man eine Einheit. Egal aus wie vielen Einzeltruppen die bestehen, ob nur aus einer Person oder aus 10. So. Und mit meinen Bauern greife ich die 2 an. Zack. Zombies sind auch schnell platt. Und noch ein Feuerball für den letzten Zombie. Das spielt auch immer in der Map, die man auch auf dem, die man draußen sehen kann sozusagen. Einen Bauern haben wir leider verloren. 60 Gold, 170 Erfahrung. Ist am selben Ort, der Mond war auch gerade da und er geht sogar lebendig, also lebendig unter, er geht sichtbar unter. Und wir landen direkt dann bei so einem Karren, in dem wir das Erz aus der Karre nehmen. Und dadurch haben wir jetzt das Erz bekommen und können hier aufsteigen mit dem Pluszeichen. Wir können den Schaden erhöhen, wir können die Zauberkraft erhöhen, die Magieresistenz und die Gesundheit. Wichtigsten ist Gesundheit, also Schaden, weil wir kein Nahkämpfer sein werden, weil Magie wichtig, effektiver ist, wenn wir in Zauberkraft investieren. Magieresistenz ist noch nicht so wichtig, weil wir noch nicht so viele Zauberer treffen werden jetzt am Anfang. Aber ich werde mal gleichmäßig, wir haben 10 Erfahrungspunkte, die wir verteilen können, können wir es entsprechend hier gleichmäßig verteilen. 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal 5 in Zauberkraft. Steigt um 3, 6, 9, 12, 15. Dadurch haben wir schon ein bisschen mehr Zauberpower. Ist immer noch nicht so viel wie Kira hat. Kira hat ja Zauberpower 40 jetzt. Die Resistenz 3 ist nicht viel besser als was unser Krieger hat, nur um einen Punkt besser. Und genauso effektiv wie ein Bauer. Aber trotzdem, besser als nichts. Und dann können wir auch schon mal Feuerbälle schleudern. Aber erstmal holen wir uns eine Rüstung, damit wir überhaupt einen Treffer überleben können. Vielleicht können wir auch schon diesen Kampf hier schaffen. Und außerdem haben wir ein bisschen mehr Autorität bekommen. Glaube ich. Ne, ich glaube nicht. Müsste aber auch steigen. Ork, Goblin, Speer. Okay, das können wir auch schaffen, diesen Kampf. Goblins. Goblins sind auch ziemlich langsam und schwach. Wölfe sind gefährlich. Aber einer alleine nicht, aber in Gruppen sind sie schon eine Bedrohung. Dann haben wir einen Ork. Das ist die große Gefahr jetzt hier. Und die Wölfe sind sehr schnell. Die haben Geschwindigkeit 15. Machen 8 Schaden und haben 15 Gesundheit. Sind also stärker als Bauern. Und jetzt mit meinem Schaden, den ich hier machen kann, wie viel kann ich machen? 5 nur, weil ich nur Fäuste habe, mache ich nicht wirklich Schaden. Deshalb werde ich einfach hier warten und dann meine Bauern das übernehmen lassen.
Könnt sich auch schützend vor Alexander stellen. So, der Wolf ist weg. So, und die Goblins, Speergoblins, glaube ich, stärkere Goblins, aber auf jeden Fall sind die auch alle schwach. Speergoblins haben auch 10 Gesundheit, Schaden 10. Ist nicht ganz so schlecht wie Bauern, aber trotzdem, sie sind langsam auch noch. Können sich nicht so weit bewegen wie Bauern. Und ja, der Ork ist gefährlicher, hat 50 Gesundheit, macht 26 Schaden, 9 in der Geschwindigkeit. Zum Glück kein Fernkampf. Und mal sehen, wie der Feuerball... Okay, tötet den Ork noch nicht, aber er wird auch, glaube ich, in seiner Runde nicht zu uns rankommen. Und dann können wir ein weiteres Mal... Oh, er kommt an die Bauern ran und tötet einen. Ja, er kann nur einen töten. So, Alexander kann wieder nichts machen, er wird sie auch nicht töten. Das können die Bauern wieder übernehmen. Die Bauern müssen alles erledigen. Umzingeln ihn, töten ihn und das war's. Und dann kommen auch noch die Goblins angehopst, die erreichen uns nicht. Wir töten mal diesen, oder? Mit 6 Gesundheit. Ja, ich glaube, wir töten den und dann können die Bauern die anderen zwei noch erledigen. Dann haben wir alles in einer Runde erledigt. Jetzt können wir den einen Goblin töten noch nicht mal. Wir kriegen noch nicht mal die Hälfte seiner Lebensenergie weg. Alexander ist super schwach am Anfang. Und wir haben ja auch nichts investiert in Schaden, aber das nur noch nicht. Oh, er hat überlebt. Tötet einen Bauern. Nein! Okay, dann kriegst du noch einen Feuerball. Ups. Das ist noch ein Feuerball ins Gesicht, du Goblin, du. Wie sieht er denn aus? Das ist er. Hallo, ich bin der Goblin. Ich trage einen Stachelhelm und Schild und Speer. Jetzt fliegt er in die Luft. Bonk. Das war's. Ich könnte auch öfters reinzoomen. Es gibt diese automatische Zoom-Funktion. 2 Bauern verloren. Ich brauche wieder neue. Schätze gibt es hier jetzt keine dafür, aber Erfahrungspunkte und Gold. Es gibt die Option hier in Kämpfen halt, wo ist denn, Autokamera einzuschalten. Allerdings hat sich das bisher nicht wirklich... Das ist, dann ruckt das Spiel immer hin und her, die Kamera fliegt dahin, fliegt dorthin und das ist für mich ein bisschen unübersichtlicher. So finde ich das schön übersichtlich, alles aus der Ferne zu betrachten. Wir können zum Dorf hinlaufen, wir können natürlich auch den Teleporter verwenden. Problem bei Teleportern ist, wie ich immer finde, oder wie ich einmal festgestellt habe, dass das Spiel gerne mal so abschmiert oder so hängen bleibt irgendwie und dann sich doch wieder fängt, aber so... Weil das Problem ist nämlich, es gibt hier eine... Hey, kann ich doch nicht benutzen? Okay. Habe ich es doch noch nicht aktiviert? Okay. Dann hat sich das erübrigt. Auf jeden Fall kommt dann so eine kleine Zwischensequenz, wo man quasi durch verschiedene Ländereien fliegt. Dauert nur ein paar Sekunden, aber auf jeden Fall kann das Spiel dabei dann hier so merkwürdige Sachen veranstalten. So, wir holen uns jetzt erstmal eine Rüstung. Und noch ein paar Erfahrungspunkte. Dann haben wir unsere erste Quest erledigt. Erz zum Schmied bringen. Das Ding sollten wir aktivieren. Portale wacht zum Leben. So, das klappt auf und dann können wir es verwenden. Jetzt müsste es auch... Ja, jetzt sind die auch aktiv. Alles klar. Der Älteste hat es nicht für uns aktiviert. Ich dachte, das hätte er für uns gemacht, aber nein. Müssen wir wieder alles selber machen. Hallo Schmied, ich habe das Erz. Hier, wischt Staub vom Schwert. Nehmt es, wie vereinbart. Tja, und wir steigen eine weitere Stufe auf. Erz haben wir verloren. 150 Erfahrung bekommen für eine neue Stufe. Außerdem... die Waffensuche beendet. Wodurch wir jetzt das hier anlegen können. Soldatenuniform. Autorität plus 2. Nett. Rüstung plus 2. Das ist wichtig. Und Schaden plus 14. Also wir machen jetzt, wenn wir es anlegen, 19 Schaden. Und dann haben wir auch endlich mal Rüstung. Ja, sieht aus wie eine Templerrüstung aus Gothic. Nicht gerade viel Schutz, einfach nur so ein Lederband und ein Schwert. Oder ist halt eine einfache Soldatenuniform. Besser als nichts auf jeden Fall. Und ich habe wieder... 5 Punkte zur Verteilung, zum Verteilen. Anscheinend bin ich beim ersten Mal 2 Stufen aufgestiegen. Jetzt werde ich 1 da einsetzen und den Rest in Zauberkraft. 19. Also haben wir schon 4 Punkte dazu bekommen. Erst waren es nur 3. Jetzt sind schon wieder 4. Und haben jetzt Zauberkraft 31. Damit nähern wir uns zu Kira. Ist die aufgestiegen? Das können wir uns auch einen Zauber kaufen, denn wir haben 388 Gold. Noch nicht genug für den Ring des Zorns, aber wir können hier einen Feuerball uns besorgen für 120 Gold. Das ist schon mal nicht schlecht. Heilung, Hemmnisnahme und Verlangsamung. Nehmen wir erstmal Feuerball. Und wir haben den neuen Zauber gelernt. Und wenn wir nochmal kaufen wollen, dann steht da, ihr verfügt bereits über diesen Zauber. Unser erster Zauber, ein einfacher Feuerball.
Und mit Intelligenz 72 können wir ihn dann auch entsprechend sehr oft einsetzen. Länger als die meisten Kämpfe dann dauern werden. So, dem müssen wir das Gold besorgen von dem Oger aus dem Wald. Aber dafür sind wir auch nicht... Oh, und hier Bauern brauche ich neue. Ist meine Autorität gestiegen? Ja, sie ist gestiegen auf 38. Das heißt, wir können noch mehr Bauern besorgen. Auf jeden Fall 10 Stück. Keine Sorge, nichts Illegales. In letzter Zeit ist das Leben der Einheimischen immer schwieriger geworden. Auf der einen Seite ist Sigurd mit seinen ewigen Abgaben und auf der anderen Seite gibt es Marodeure. Sigurd ist der Fürst dieser Ländereien. Dagegen lässt sich nicht viel machen. Aber die Marodeure, das ist etwas anderes. Fahrt fort. Wir wollen ihnen den Garaus machen. Wo halten Sie sich auf? Wie viele sind es? Wie stark sind sie? Ihr Lager ist gleich außerhalb des Dorfes, südlich von hier. Wenn ihr eine große Menschenmenge seht, da sind sie. Hauptsächlich Bauern und Miliz. In Ordnung, ich kümmere mich um sie. Nein, ich mache mir nichts aus Selbstmord. Ich kümmere mich um sie. Ja, okay, das wusste ich jetzt gar nicht, dass ich von denen nochmal eine Quest kriege. Ich habe ein paar Fragen. Zeit zu gehen, okay. Baracke betreten und wir können wieder ein paar Bauern anheuern. Erstmal 5 weitere und dann nochmal 4. Also können wir 14 anheuern. Also mit dir, alter Mann, redest du mit uns? Ich bin fremd hier. Er hat doch mal in einem... Beim letzten Mal hat er ziemlich viel gelabert. Ich weiß nicht, warum er jetzt nicht redet. Er hatte verdammt viel zu sagen. Vielleicht, weil ich mit dem gesprochen habe? Auf jeden Fall hat der auch noch viel Interessantes zu sagen gehabt, eigentlich. Ich frage mich, warum er es jetzt nicht tut. Eigentlich sagt er was. So, beim letzten Mal hat er ziemlich viel gequatscht. Das waren nochmal ordentlich Background-Infos über... Naja, ich glaube, dasselbe würde die anderen auch sagen, aber trotzdem... Warum ist das nun nicht so? So, was haben wir hier noch für einen Kampf? Veteran, Wolf und Milizen. Ich glaube, gegen die können wir es schaffen. Ich versuch's mal. So, Wölfe dürfen uns wieder nicht erreichen, weil wir außerhalb der Reichweite sind. Aber sie greifen schon mal unsere Zauberin an. Da muss ich aufpassen. Der huldigt wieder seinen hier Milizen. Und wir werden auch entsprechend Feuerbälle jetzt schleudern. Damit kann ich einen Milizionär töten oder Wölfe. Ich werde lieber mal einen Milizionär töten. Jetzt kann unser Held auch mal was machen. Und seht ihr, wir können alle 3 Wölfe mit den 10 Bauern töten. Es sieht immer so aus, als würden sie ganz dahin rennen, aber tatsächlich müssen sie bloß einen von dieser gegnerischen Gruppe erreichen, damit sie alle attackieren können tatsächlich. Also es ist nicht so, dass hier sie wirklich die gegnerische Einheit umschließen müssen mit dem Bereich, den sie angreifen können. Wenn sie einfach nur an einen rankommen, dann greifen sie auch wirklich alle an. Die ganze Gruppe. Noch ein Feuerball. Und der Veteran kommt auch an. Tötet einen Bauern. Das ist verschmerzbar. Der tötet auch einen Bauern, ist auch verschmerzbar. So, den da kann ich zum Beispiel nicht töten, den Veteran, mit einem Feuerball nur. Ich werde ihn trotzdem schon mal schwächen. Ich glaube, nicht mal die Bauern kriegen es hin. Oder? Nee, selbst sie sind nicht stark genug, aber sie können ihn auch schwächen und umzingeln vor allen Dingen. Dann kann er sich nicht weiter bewegen zu meinen schwächeren Leuten. Da ist er jetzt, der Veteran, hallo. So, 4 Bauern, ihr kümmert euch um diesen Milizionär, töten ihn allerdings auch nicht. Da fehlt ein Mann wahrscheinlich. Aber die Zauberin sollte eigentlich hier zumindest den Veteran erledigen. Der macht 34 Schaden. Und hat Rüstung. So, und er rennt jetzt rein und macht 12 Schaden. Ist nicht so gut für Kira. Dafür können wir ihn jetzt tatsächlich töten mit unserem neu gewonnenen Superschwert. Bonk. Und das war der letzte. 2 Bauern verloren. Aber 150 Gold und 345 Erfahrung. Und der Bereich ist auch gesichert. Ich hole mir noch ein paar Bauern, die ich verloren habe. Ja, die Marodeure sind die, die direkt gegenüber von Dings liegen, von Helga. Da können wir auch helfen. Und da sind wieder 30 Stück. Ja, mehr kann ich nicht besorgen. Ich habe nämlich nicht mehr Autorität. Nichts Neues dazugekommen.
So, dieser Kampf ist auch ein bisschen heftig. Das sind 7 Wölfe. Ich glaube, wir machen erstmal den Kira-Kampf. Kriegen wir sie als Unterstützung. Sie ist eine Fernkämpferin. Hier sind die Söldner. Gut, nun sollten wir uns um diesen Bastard kümmern. Sein Unterschlupf ist gleich am alten Orkturm. Ich kenne eine Abkürzung, so können wir überraschend zuschlagen. Tja. Helga ist ein bisschen dumm, sie steht nämlich direkt da, wo 4 Wölfe sie jetzt angreifen können und sie wird Schaden nehmen. Glück, dass sie nicht gleich stirbt. 32 Schaden nimmt sie. Noch ein weiterer Wolf, ein Bogenschütze und einen Haufen Goblins hat er. Okay, wir werden Feuerball einsetzen und ja, den Loka können wir noch nicht töten. Das können die Bauern erledigen. Ich glaube, den... Ja gut, dann werde ich ihn abschießen, was soll's. Scheint mir sinnig. So, die Bauern kümmern sich um die 4 Wölfe, aber einer wird überleben. Aber ich glaube, Helga sollte es überleben. Sie ist, hat immerhin 71 Lebenspunkte und auch keine Rüstung, natürlich nicht. Sie ist nackt, fast. Macht 12 Schaden, aber sie hat Fernkampfschaden, kann sie machen. Das ist das Entscheidende für mich. Man kann sie als Fernkämpferin dann einsetzen. Ich werde sie auch in die nächste Reihe dann setzen. So, ihr kümmert euch um den Wolf, ihr 4 Bauern. Tötet den Wolf, er tötet eure Schafe. Da kommen die Goblins noch angehoppelt. So, und Helga ist hier und sie kann auch schießen. Sie kann die Rache nehmen. Nee, kann sie nicht, weil sie im Nahkampf steht. Toll. Also wird sie wohl auf Rache verzichten müssen. Dafür kann sie den einen Wolf noch töten. Und dann wird eben Kira Loka beseitigen. 37 Lebenspunkte und eigentlich sonst nur ein ganz normaler Bogenschütze. Der hat deine Familie umgebracht. Naja. So, Speergoblins. Doppelt so stark wie normale Goblins. Weg damit. Da haben wir ein paar Bauern. Die erledigen die anderen zwei da. So, und diese kommen nicht ganz ran. Er tötet einen Bauern, nein, du sagst. Aber dafür kann Kira, hier Helga, den letzten Goblin erschießen. Oder mit einem, das ist ein Speerwurf. Ich dachte, den wollte sie nicht verkaufen. Aber sie wirft ihn weg. Na gut, sie hat endlose Speere. Und dann haben wir die Quest auch erledigt und sind eine weitere Stufe aufgestiegen. So schnell kann es gehen, gerade am Anfang. Loka ist tot. Er hat den Tod verdient. Doch nun hat mein Leben keinen Inhalt mehr. Zu lange habe ich auf diesen Tag gewartet und jetzt weiß ich nicht, was ich als nächstes tun soll. Ihr habt versprochen, mir zu helfen. Ja, ich erinnere mich. Ihr könnt auf meinen Speer zählen. Bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Oder ihr mich von meinem Eid befreit. Und so wird es gemacht. Ja. Sie gehört auch zu den Charakteren, die, wenn sie sterben, wechselt. Also, die kommen nicht wieder. Stelle alle in die letzte Reihe und hab dann quasi hier eine weitere Campin dazu gewonnen. Die vielleicht auch irgendwann mal aufsteigt. Stufe 6 ist sie derzeit. Und ist eine Fernkampfkämpferin. Schussweite 24. Länger als ein Bogenschütze mit ihrem Speer. Helga schleudert den Speer weit hinaus. Und ich kann durch diesen Ast durchlaufen. Ja, die Grafik, das ist alles hier grob begrenzt und man kann auch nicht in Häuser reingehen. So. Ah, kann ich noch mehr kaufen? Wahrscheinlich, weil ich habe ja wahrscheinlich mehr Autorität jetzt. Ich kann auch eine Stufe aufsteigen. Nein, nicht genug Autorität. Ja, da muss ich wohl bisschen Gesundheit tun und Zauberkraft vor allen Dingen, bis wir dann hier 51 haben und dadurch sind wir jetzt schon besser als unsere Zauberin. Nein, nicht genug Autorität. Tja, wir müssen noch Wölfe beseitigen, Marodeure und sowas alles, aber das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ascension to the Throne. Das war erstmal der ganze Einstieg hier. Und beim nächsten Mal sehen wir dann, wie es weitergeht hier mit Alexander und seiner Quest hier den Thron wieder zu besteigen. Es wird ein langer, harter Weg, aber hey, wir genießen es. Bis dahin.